Moin Moin und willkommen zurück hier bei Psychonaut 2. Wir befinden uns beim letzten Agent Krueller und es wurde mir schon gesagt, man muss alles unter Dach und Fach bringen. Das heißt, wir können... Vielleicht sollten wir nochmal kurz zum Automaten gehen und was kaufen. Obwohl, wir können jetzt auch hier rein, ne? Gut. Mach gleich Schlüssel. Oh, war schnell. There's a narrow slot, but I don't think I can fit through. So. Wir gehen jetzt nochmal kurz zum Automaten. Obwohl, da unten war doch auch so ein Ding, ne? Oder. Gab es nicht so eine Schnellklappe hier? Tatsächlich nicht. Okay. Trotzdem werden wir schnell mal kurz rausgehen. Ich will auch mal zum Automaten und unser Geld loswerden. Wir brauchen es eigentlich auch nicht. So. Check out these new time bubble bins. Let's combine that Psychor with your card so you can rank up. Nehmen wir nochmal. Na gut. Und dann? Können wir eine neue Tasche kaufen, oder? Ach, guck mal hier. Ach so, das wollen wir nicht. Psi-Beutel. Transportiere mit diesem Hand übrigens noch mehr Psi-Lollis. Bewahre zusätzliche Traumwatte für später auf. In diesem Himmel kannst du mehr Psi, als du jemals ausgeben könntest. Und wir kaufen das Ding einfach mal. Gut, also wir können auch ein paar. Wir können auch ein bisschen aufsteigen mit unseren Kräften. Das machen wir. So, können wir nochmal machen hier. Gucken wir kurz, was haben wir denn da? Wir können im Nahkampf auf jeden Fall eine Schockwelle auslösen. Fügt deinem Bodenschlag eine strahlenförmige Schockwelle zu, die Gegner versucht und ihnen Schaden zufügt. Objekte, die feststecken, werden schneller rausgezogen. Zersplittert beim Aufschlag in kleiner Psi. Okay. Hellsehen. Beim Aktivieren von Hellsehen erleidest du für kurzer keine Schaden. Schweben. Macht Angriff auf die Abrisswelle noch verheerender. Die Schadensdauer von Psychonese verlängert sich. Das finde ich ganz gut. Weil ich es echt meistens benutze. Okay. Können wir mal. Die Zeitblase ist ganz gut, wenn sie ein bisschen länger mal aufhalten würde, beziehungsweise sie schneller nutzen kann. Das machen wir auch. So, jetzt rein hier. Ups. Alter. So. Jetzt gucken, bin ich gespannt, was passiert beim letzten Crawler. Ist da oben. So, Agent Krueller, wir müssen mal in dein Gehirn gucken. Excuse me, Agent Krueller? Clerk Krueller. Yes. Would you mind if I went inside your mind and sorted a few things out? I'm never opposed to anything getting properly sorted. Gut. Warum macht er das denn so diesmal? Na gut. Er weiß ja am besten, was er macht. Wenn wir drinnen. Oh, viele Briefe. Oh, jetzt kriegen wir bestimmt die Fähigkeit, als Brief irgendwo reinzukommen. Deswegen kommen wir durch die ganzen kleinen Schlitze, behaupte ich mal. Das ist schon witzig. Okay, die Fähigkeit finden wir auch noch. Bin mir ziemlich sicher. Los geht's. Dear Ford, we brought peace to, but there's still unrest among the people. Ich kann mal lesen nochmal hier. Dear Ford, we brought peace to Grulovia. But there is still unrest among the people. A little ungrateful, I think. Home soon, Lucretia. Okay. Huch.
Hier kann man ein bisschen sie sehen mal. Nee, die. Nicht kaputt machen. Okay, er sieht aber abgefahren aus. Kenn mich mit einem Wiki. Das Spiel mit dem Kiwi-Vogel, wo man Postamt arbeitet. Hey, I came out of that clunky head. Really? Can you help me get in there? Maybe, to tell you the truth. I'm not addressed very well, so I'm sure I'll be marked return to sender and sent back there soon. Just grab on. Did someone say return to sender? But this letter's got no return address. I'm afraid that means the dead letter office for you. But wait, I'm a heartfelt love letter. Don't care who you courted, the feelings must get sorted. Okay, jetzt ist weiter von uns hier. Ist auch schon wieder lustig gemacht. Too many letters, they just keep coming. What's the point? Nobody ever writes what they really mean. Nein! Oh. Geht's weiter? Da geht's jetzt rein. So. I wrote a letter once. Did I think I could stop a war? Nah, doesn't matter. I never sent it. Maybe it would have saved 1,000 lives. Maybe just one. I wonder what would have happened if I'd sent that letter. I wonder if it's too late. Ich glaube, du könntest es immer noch schaffen. I don't belong in here. Yep. Get me out of this graveyard. Ach, da oben ist der Brief, okay. Müssen wir holen. Gut. Da oben ist das Briefchen. Hey, over here. Ich sehe dich. If I get you out of here, will you still take me up to the head? Yes, but quick, before he. Whoa. Oh. This doesn't belong in the dead letter office. Look at that address. It belongs in the international dead letter office. What? No, wait. Mann. So, kaputt das Ding. Leben? Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Müssen wir wieder raus da, ne? Oder geht's da oben längs vielleicht? Nein, da geht's auch längs, okay. Was für ein Schalter ist das? Was bewegt der? Na, okay.
geht dann in der Richtung. Ah, there we go. Oh, warte, warte. Brauchen wir wirklich alle Fähigkeiten wahrscheinlich? Die Buchstaben? Aber kann ich die Buchstaben anheben hier? Ne, kann ich nicht. Okay. Also die muss ich jetzt nicht dahin bewegen für den richtigen... Ich glaube nicht. Hat er gesagt, dass man die vervollständigen muss? Das ist man gar nicht. Okay. Und hier Briefe weiter, genau. Die Frage, welche Briefe... Welchen Weg wir nehmen müssen zum Brief hier? Wir nehmen jetzt diesen einfach. Das sieht schon mal ganz gut aus. So. Na komm, na komm, na komm. Das kann man nicht, okay. Now where did I put that letter? I must have put it somewhere around here. Nein, es war zu langsam, war ich. Oh nein! Ich dachte, ich könnte vielleicht einen überspringen, das konnte ich nicht. So, nochmal. So. Nein! Warum fällst du denn runter? Oh, wie dumm! Oh. Mist. Gott, warten. Shit. Das war dumm. Ja, oh, das war auch dumm wieder, ne? Ach, Mann. So, warten wir kurz. Müssen die irgendwie gleichzeitig hier hochbekommen? Eigentlich nur darüber? Wahrscheinlich, ne? Das nur ist gut. Wow. Oh nein! Ich hätte da einfach schon das andere Ding, da muss ich schon langsam machen. Aber wo ist es von da? Weiß ich gar nicht. Oh. Das Timing, Leute. Oh, es gibt doch gar nichts. Was mache ich denn da? Mann. Nochmal. Ich bin zu. Ich muss weiterlaufen. Nochmal. So. Achso, warte mal. Ja, durch, ja.
Lucys Briefe. Dearest Ford, war's over. Now the people are the problem. Lucy, last letter frightened us. You don't sound like yourself. We worried about you. Okay. Okay. So. Schalter. Wie kommen wir denn da rüber? Wo die hinfliegen? Fliegt da oben rein? Ah, okay, perfekt für uns. Hoffe ich zumindest. Super. The people have no need for me. They call me. Haben wir so ein Schild? Ich weiß es dann. This hatbox needs a hatbox tag. Take it as a compliment. Ja. I like it so much. Oh nein! I can't remember being oh, fick. By das ging ja wohl daneben. Hui. Halt mal. So. Noch leben, das holen wir uns auch noch schnell. Perfekt. Eine Gehirnhälfte. Ups, da geht's runter. Da wollen wir nicht hin. Zumindest jetzt noch nicht. Aber da ist der Brief, auf jeden Fall sehe ich. Gehen wir gleich drauf. Ich glaube, sobald wir drauf sind, fällt der wahrscheinlich in die Tiefe oder so. Wie immer, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich die noch einsammle, ich kann eh nicht mehr alle bekommen. Okay. Okay. Just hold still. I'm gonna get you out of here. Oh no. Some letters are such a pain in the neck. They really belong in the furnace. Wait. I think I know how to address this one. Really? Well, it's worth a shot. But don't take all day. Ah, guck mal, jetzt packt er die. Into tomorrow, no time to borrow. Boy, I hope you know what you're doing. Okay. Hier steht irgendwas drauf. Return to sender. Hey, I think that's a key to the typewriter. Kann ich einfach da runterfallen lassen? That's better. Now where are the rest? Ich sehe doch ein paar da. She's gone mad. She's flooded the capital. She'll destroy this country. Oops. Okay, jetzt kommen noch ein paar Dinger dazu. Wahrscheinlich, um noch andere Sachen zu finden. Okay. I don't think I have all the keys I need. Still two missing. Ja, einer war doch hier in der Ecke, ne? Ja. Okay, einer fehlt noch. Where is it? Thank you.
Okay, das war die falsche Richtung. Nochmal. Weiter gerade hoch. Eine Richtung. Nein! Richtung. Wer ist macht er denn da? Nochmal. Ah, wir haben Richtung. Hey, warte mal. So, jetzt nochmal. Ah, ich rutsche mal den runter, ne? Vielleicht können wir auf einen anderen Weg hochkommen eigentlich. Ich glaube, es gibt noch diesen Weg. Oh, hier ist noch ein Ding. Okay, nochmal. Ja, jetzt aber. So. Und jetzt gegen die Wand springen und dann darüber? Das ist ja Quatsch, ne? Wo kann der letzte Button sein, ist die Frage. In die Richtung da, wie ich sehe. Glaube ich. Na gut, wir probieren es mal. Oh, so. Nein! Hm, das ist ja blöd. Okay, müssen wir die ganze Scheiße normal machen. Ah, das ist echt blöd. Okay. So, jetzt aber. Jetzt mal. Achso, ich. Ich muss den zweiten Sprung nochmal machen. Ein bisschen nervig. Nochmal. Also hier einmal. Ich komme da nicht ganz ran, das ist doch verrückt. Also vielleicht muss ich auch gar nicht dahin, ich weiß nicht. Ich hätte auch ganz woanders hingezeigt, glaube ich. Warte mal. Ah, Stunden später. So. Wenn ich da längs gehe, wo komme ich denn da hin? Okay, gut. Ah, okay, ich kann auf dieses Paket landen. Dann komme ich da rüber, aber da ist kein Knopf, also keine Taste. Okay. Aber ich kann auch nicht aus dem Karton weiter. Ich komme ja nicht zu einem anderen Knobbels hin. Das ist ja von da, wo wir gekommen sind. Das wird es nicht sein. Das muss irgendwo anders sein. Wo ist, oh. Ist er hier unten irgendwo noch? Da liegt er doch. Ach Mann, ey, wie dumm sind wir denn bitte da? Guck mal da. Wie dumm bin ich denn bitte da? So. Okay. Wenn du dich... Okay. Ach, scheiße, wie war denn die Adresse nochmal? Hier war ein Brief, da stand die dran, ne? Da, die da, der da über Kopf ist. Ist der Brief? Nee. Muss ja eigentlich nur Lucy gehen, oder? So, pass auf. Warte.
That's right. That's the name we all forgot. Now let's send that off and see what we get. Jetzt mach ich mal in den Kopf rein. Ich hol den Splitter, den letzten. This is a private mailbox. You aren't allowed in here. You've been missorted. You touch that, and it's a federal crime. Go on. What did you say in that letter? Nothing important, really. Just that I loved her. She just wanted to help, but they pushed her too far. How should we have known? It's not like she was marked fragile. But I thought I knew her and everything she held inside herself. Ah, I had so much to learn. I guess some packages are better left unopened. So, das letzte Stück. Rasputin. Agent Kroller, how do you feel? I've done a terrible thing. And so have you. But we just wanted to undo what Maligula did to you. Maligula didn't do this to me. That's the first thing I've learned in here. The rest, you're gonna have to see for yourself. Oh nein. Cooler Übergang. Ford, what is it? See for yourself. Okay, dann gehen wir mal auf den Friedhof. RIP. Hier gibt's nur 20 Stück, okay. Ist das ein Läusekamm? Okay, es ist ein Läusekamm. Da hätte ich rein müssen. Da hätte ich rein müssen ins Loch. War natürlich blöd von mir. Aber gut, machen wir nochmal. Ins Grab hätte ich reinspringen sollen. Höchstwahrscheinlich. Okay, machen wir das mal. Agent Kroller, I'm getting less sure I want to see this. Oh no, I don't think you'll want to see this at all. Oops. Okay, es wird immer mysteriöser. Hä? What? Was geht denn hier? Da können wir schon fliegen auf jeden Fall. Ist ja auch nicht schlecht. Eine Bowling-Sache? Hey Ford, what's the deal with the Deep Six treatment? I did what I had to do. I loved her, after all. Wait, what? Someday when you fall in love, you'll understand.
Oh, ein Strike. Mit dem Schädel. Können wir wieder rausgehen oder können wir auch da hinten hinlaufen? Ich glaube, da sind wir nicht hin, okay. Na gut, aber bevor wir uns weiter in die Tiefe dieser Geheimnisse wagen, machen wir hier nochmal eine Pause und spielen das Ganze in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.